Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Projekt, beziehungsweise zweites Let's Play Projekt, nämlich Limbo. Ja, Limbo ist nochmal, sag ich mal, was ganz anderes als Overlord und ja, es gibt da viel zu sagen, außer, ja, das ist das Menü und ja, da man selber von der Handlung nicht so viel weiß, Helligkeit, denke ich mal, passt jetzt so. Die Mitwirkenden kann ich mal kurz durchgehen, ja eben, es ist von Arne Jensen created und directed und Dino Patty, der Matt Bryan war bei, Hippo war bei, ja, okay. Ja, das könnte es ewig so weitergehen, aber naja, wie du auch sei. Ansonsten gibt's nicht so viel zu sagen, außer, ja. Außer am besten, dass wir einfach mal ein neues Spiel starten. So. Und nun liegen wir da. Im Dunkeln. Er öffnete seine Augen. Und es war still geblieben. Ich wollte an dieser Stelle kurz mal anmerken, dass das Spiel zwar ohne Musik läuft, aber es trotzdem einen sehr schönen Soundtrack über das Spezialedition gibt, also die ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von meiner Seite aus. So, und dann, ja, sage ich nur, ja, willkommen im Nirgendwo und, haben sogar wieder ein Achievement freigeschaltet. Okay, dann laufen wir einfach mal los. Rein in den Wald. Also dieses Let's Play, wohlgemerkt, ist eigentlich auch ein... Es ist ein halbes Blind Let's Play. Ich habe es jetzt mal so grob eine Dreiviertelstunde angespielt. Einfach nur, dass ich jetzt nicht jetzt so 100% einfach blind spiele und ja. Ja, dass ich nicht so 100% blind spiele und die, ja, es wird einige Fails geben, das sage ich jetzt einfach schon mal vorab. So, ja, so Gegenstände eben wie hier, zum Beispiel den Wagen, die können wir uns da einfach vorziehen. Da haben wir nämlich auch diesen netten Griff, ja. Und dann kommen wir nämlich auch schon hier drüber und können auch munter weitergehen. So. Ja, ich erkläre es jetzt einfach mal. Es wird vielleicht einige geben, die das schon kennen zu dem Zeitpunkt, wo sie das hier vielleicht mit zu Gesicht bekommen könnten, aber egal. Ich erkläre es trotzdem mal für die, die ihr Spiel dann doch nicht kennen. Na, reiß. Na komm, reiß ab. Reiß ab. Reiß ab. Reiß ab. Reiß ab. Dann halt nicht. Ja. Juhu. So, also... Dann, ja. Es sei angemerkt, er kann nicht schwimmen. Also, ja, ich glaube, ich muss mir keine Mühe geben, um in diesem Let's Play alle Todesarten zu zeigen. Das mache ich eher unfreiwillig. So, dann, ja, klettern wir nochmal runter. Man, nach wie vielen Minuten mein erster Tod? Nach 3? Glückwunsch! Juhu! Und weiter geht's. So, und schon sind wir etwas aus dem Wald draußen und in einer, ja, dunklen Höhle. Und eben zu dem Punkt, er kann nicht schwimmen. Deswegen haben wir auch so schöne Sachen wie das Boot hier. Ja, ja, wie war das so schön in meiner Badewanne? Bin ich Kapitän, Kapitän meiner Badewanne? Bin ich Kapitän, Kapitän meiner Badewanne? Bin ich meiner Badewanne? Bin ich meiner Badewanne? Bin ich Kapitän, Kapitän? Ach ja, ich mag das Lied. So. Oh, und dann ziehen wir uns mal hier das Bötchen raus. Eben, das hat auch diesen Griff, deswegen wir das auch gut benutzen können. So, und ja, jumpen hier mal lässig nach oben. Also, mal gewählt, man hat hier wirklich keine Ahnung, was der hier überhaupt macht oder ja, was es genau auf sich hat. Aber ja,
Eins sei verraten, das Ende soll, soweit ich es gehört habe, sehr, sehr, sehr zum Nachdenken anregen. Weswegen ich umso mehr gespannt bin. Allein schon wegen dieser schönen, düsteren Atmosphäre, die das Spiel an sich hat. Ebenso Sachen wie die Fallen hier, die können uns umbringen und deswegen sollten wir die auch, sag mal, wegziehen, weil sonst hätten wir da keine Chance drüber zu kommen. Und ach, was soll's. Flatsch. Er wird denn da gleich den Kopf verlieren? Ha, 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 ha. Ja. So. Also, weg mit dem Dreck und drüber rüber. Und ja. Wie war das Kopf verlieren? Wie war das alle Todesarten zeigen? Ich wollte es nur machen für die, die es vorher zufällig übersehen hatten. So. Ja, okay. Ja. Für die, die es zufällig übersehen hatten, bei beiden Malen, gerade eine rauchen waren oder so. So, und wir haben es geschafft. Also ich werde auch gucken, dass ich die Rätsel oder so stellen teilweise nicht zu oft probiere, sondern dann, ja, anfangen einfach zu schneiden, dass jetzt hier nicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang nur mich beim, ja, selben Stelle rumfehlen seht, sondern ja, ist einfach ein bisschen angenehmer für den zu machen, der es zuschaut. Aber ja, da mache ich keine feste Regel, sondern ich mache das einfach je nach Situation, wie ich das selber für mich jetzt empfinde oder beziehungsweise, wenn das, ja, erwünscht ist, wie es andere dann empfinden. Naja, mal gucken. So, also rennen wir jetzt hier einfach mal weiter und, ich glaube, da unten geht's nicht weiter. Deswegen springen wir mal besser, ja, springen wir mal besser drüber. So. Und wow. Ja. Ganz schön böser Stein da. Mann, Mann, Mann. Echt, ey. Steinhart wie ein Rocker. So. Und Sie sehen, wir sind hier doch immer noch in diesem dunklen, düsteren Wald und ja. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Oh, eine wohl ziemlich frische Kiste. Ja. Was ich hier in diesem Display auch mal zeigen kann, ist, ja. Ja, wenn man hier hochklettert. Beziehungsweise. Da hochklettert. Und dann hier. Und da. Und da. Und dann sich hier rüber schwingt. Dann ist da, wo ich jetzt nicht rangekommen bin, normalerweise nochmal so ein Achievement. Aber ja, in dem Fall jetzt mal nicht, weil das habe ich mir halt vorher schon geholt. So, und jetzt erstmal runter mit dem Baum. Ich weiß nicht, ob wir Fallschaden erleiden können. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja, können wir. Man lernt nie aus. Okay. Wir wissen, wir können Fallschaden erleiden. Sehr gut. Also, Kiste hoch. Und. Mann, Mann, Mann. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. So, dann hier rüber. Dann darüber. Und ja. Runter mit dem Baum. Blub. Und ja. Okay. Ah. Na, komm schon. Na, also geht doch. Nö. Ich werde ohne die Kiste leben können. So,
Und nicht Schwimmersprung. Hey. Dass es ja auch kein Schwimmflügel gibt. Mann, Mann, Mann. Ist ja schon eine Riesenerleichterung. So. Oh. Falle. Meine. 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 Nicht meine. Oh. Spinne. Hey. Alles klar. Gibt's Pfötchen? Nein! Gibt's nicht! Willst du mir hier drohen oder was? Nein, droh mir nicht! Oh, jetzt guck mal einer an. Da ist ja die Falle runtergefallen. Voll in die Falle gefallen. Oh Mann, das war ein letzter Fall. So, Spinny? Da. Oh, hoppla. Das tat weh, hä? So, und jetzt mein Lieblingsbein. Bein Nummer 3. Oh, genau da hat sie mich immer beim Test erwischt mit dem dritten Bein. Irgendwie, ja. Habe ich das gekonnt, gefailt. Na komm. Wow, beim ersten Mal, das ohne zu sterben. Ah, ich habe euch voll die Todesart vorenthalten. Mann, bin ich böse. Nee, die wird uns noch oft genug umbringen. Ja, so viel sei verraten. So, dann stolpern wir hier mal schön weiter. Yeah, und sliden hier voll cool entlang und so. Uhaha. Dunkle Höhle. Mann, Mann, Mann. Das wird hier ein bisschen, hallo, ich will hier gerne weg, so schnell es geht, also lass mich frei, hopp, 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 ach hopp, 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 oh, danke, wäre doch nicht nötig gewesen, jetzt bitte vorne absetzen, hallo, vorne ab. Setzen. Nee, ich muss nicht schlafen. Ich brauche kein Pyjama. Nein. Ey. Na gut. Nee, danke. Ich will hier nicht abhängen. Und das war das Ende, meine Leute, von dem guten Let's Play. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr euch ja bitte das Spiel selber kaufen. Und ja, selber mal von der Spinne gefressen werden. Also in dem Sinne. Viel Spaß beim selber zocken mit Limbo. So, jetzt genug. Hopp, hier, ich will hier raus. Raus, 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 ab, aus. Yeah. Jesus war ein Scheiß gegen mich. Die Mumie kehrt zurück. So. Da. Tap, 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 tap. Tap, die Rache der Spinnenmumie. Tap, 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 tap. So, dann hüpfen wir mal langsam entlang und oh, mit Riesensprüngen. Sehr hygienisch hier, muss ich schon sagen. Die Zustände, die sind ja, ja, formidabel. So, und Sliding, juhu! Toll. Was waren da nochmal? Keep rolling, 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 rolling. Baum! Fällt. Ja. So, abgelegt. Na, da sind wir platt. So. Und nochmal keep rolling. Und wieder Baum. Fällt. Hat vor beeindruckender gewirkt. So. Ja. 10 cm platt runter. Oh, stimmt. Da war was. Wie gesagt, ich. Das war absichtlich. Ich wollte euch einfach mal jede Todesart zeigen. Dass ihr auch hier alles gesehen habt von dem Spiel. So. Jetzt. Ja, für die, die es vorher nicht gesehen hatten und so.
So. Und auf ein neues. Dam-da-dam-dam. Keep rolling, Baby. So. 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 Oh. No. Ja. Wie war das nochmal mit? Der wird uns noch oft genug töten. So, jetzt ist das Wichtigste nämlich, man darf nicht zu weit nach vorne, sonst fällt man dann nämlich runter und auch nicht zu weit nach hinten, sonst hat einen der gute Albert. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Albert. So, und ja. Ein Knochen, ich bin. Den grauen Strähne zu urteilen, zu alt für den Scheiß. Oder? Ich bin ein X-Men. Ein X-Men. Cool. Ah! Oh, ich bin doch kein X-Men. Denk mal lässig ab. So. Was war denn hier noch gleich? Ja, das da. Ich hab's gewusst, dass ich die Atmosphäre kaputt mache. Ich hab es gewusst. Ja. Mit Morssprüngen fängeln wir jetzt hier von Baum zu Baum. Was war denn hier noch gleich? Ach, einfach ausprobieren. Wir sterben ja eh. Uah. Oder auch nicht mal. Cool. Okay. Sehr gut. Wow. Das war. Das hätte ich sogar fast überlebt. Junge, Junge. Aber hier weiß ich, was zu tun war noch. Und nehme ich hier rüber. Da drauf. Und da kommt der Ball und wir springen einfach nämlich hoch, während der kommt. So. Oh Mann, das sieht ja fast schon professionell aus. Ich glaube, ich spinne. So. Und weiter geht's. Oh. Du bist es. Oder auch nicht. Hey. Schubst du mich, Alter? Deine Mutter ist ein Schubser. Hey, wer bist du denn? Du hast da. Hey. Hallo. Ja. Ich bin Spider-Man. Ja, ist gut. Ach, nee, komm. Ach, nee, komm. Na, hopp, weiter. Weiter, 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 weiter. Und hier drüber, weil die können ja immer noch nicht schwimmen. Traurig, aber. Leider war und wow. Wow. Oh. Ja, das war nicht der erste Reifen. Das klang nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Ah! Flatsch. Und so. Oh na, warte du, das zahle ich dir heim. Hey! Glaubt ihr spinnt wohl, mir einen Stein und Reifen runterzuwerfen? Oh na, warte dir. Und ja, das finde ich auch recht faszinierend. Also, das Spiel ist soweit super gemacht, ich will auch nichts kritisieren, aber für mich sieht es so aus, als würde die Leiter jetzt Richtung Hintergrund sich neigen. Wenn er jetzt hochklettert, dann ja. Sieht es irgendwie aus, als klettert er seitlich? Also, wie soll man das verstehen? Hebt er sich da von der Seite fest und zieht sich dann nach oben? Egal. Perspektiven klettern. So.
Weiter geht's. Da haben wir noch mehr Puppen und... Oh, die Stelle ist scheiße. Deswegen. Das heißt immer wieder, welche er zuerst löst. Da. Nein. Also, es erwischt uns immer, wenn wir das so machen. So. So und so. So. Problem gelöst. Ja. Denn da müssen wir nämlich nicht rüber, sondern wir machen das jetzt wieder. Klettern hier hoch und... Hey. Hey. Ich will auch in das Baumhaus. Ich kenne das Passwort. Es ist Passwort 1. Passwort 1. Gemein. So, wenn ihr weiterhin das Mobbing-Opfer sehen wollt, dann hoffe ich mal, dass ihr euch auch die nächste Folge von Limbo anschaut. Ja, also wenn es euch soweit gefallen hat, erstmal vielen Dank fürs Reinschauen und ich hoffe, man sieht sich dann bei der nächsten Folge wieder. Schöne Grüße aus der Gruft, euer Zero Necro.